Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie im Studio News Front bei der Sendung Die Frontlinie. Und weiter ein Interview zum Thema Massenmedien als Propagandawaffen. Unser heutiger Gast im Studio ist deutscher freier Journalist Ulrich Heiden. Guten Tag, Herr Heiden. Ja, guten Tag. Massenmedien als Propagandawaffen wäre unser heutiges Thema. Der Fall Relotto sorgte natürlich für die Schlagzeilen, aber interessant ist, dass die Tatsache, die seit langem in den alternativen Medien besprochen wurde, so sehr alle in Verlegenheit gebracht hatte. Also das ist schon seit langem bekannt, dass es gibt vorgeschriebene Informationen, die von den Leitmedien berichtet wurde. Was meinen Sie mit vorgeschriebenen Informationen? Zum Beispiel, dass es gibt alternative Medien, die aus Kreml gesteuert wurden, ja, dass zum Beispiel die Berichterstattung aus der Ukraine zum Beispiel oder aus den anderen Punkten, ja, dass alles das sind Lügepresse und so weiter und so fort. Also das Problem ist, dass Um zu verstehen, worum es sich bei diesem Fall Relotius handelt, muss man eigentlich die deutsche Presse nochmal insgesamt sich angucken. Und dann sieht man, also das Relotius hat eigentlich, mal sagen, nichts besonders Dramatisches gemacht. Er hat, ich sag mal, was die Wahrheit, was er hat, mal sagen, das größte Problem der deutschen Medien sind meiner Ansicht nach diese politischen Vorgaben, dass eben Russland eine Bedrohung ist für Europa und also einseitige antirussische Berichterstattung. Das hat Relotius auch bedient, aber eben das war nicht das Thema, worüber die deutschen Medien dann berichtet haben. Die deutschen Medien haben sich nur darüber aufgeregt, dass er seine Reportagen also nicht wahrheitsgemäß wirklich geschrieben hat, sondern sich Personen ausgedacht hat. Also er hat eigentlich gearbeitet wie ein guter Romanautor, der aus allem, was ihm sozusagen, was er selbst erlebt hat, was er sich angelesen hat, was er in Filmen gesehen hat, daraus macht er so einen wunderbaren Roman. Und dafür hat er eben viele Preise gekriegt. Und natürlich hat er dann auch noch die gängigen Bilder bedient, die eben zurzeit in Deutschland angesagt sind, eben dass Russland der Feind ist, dass die NATO gut ist, dass die Kriege, die die NATO führen, gut sind. Also das hat er so am Rande eben auch mitbedient oder hat es sogar im Zentrum stand das sogar. Ich habe mir zum Beispiel diese Geschichte angeguckt, die er über die Ukraine geschrieben hat. Da hat er zwei Mitarbeiter der neuen ukrainischen Polizei begleitet und an ihrem Beispiel gezeigt, wie wunderbar doch die neue ukrainische Polizei, die von der ehemaligen georgischen Innenministerin geleitet wurde, wie die wunderbar arbeitet und die Korruption und die Menschen haben Angst, schon Geld zu geben und also die Schmiergelder werden nicht mehr gegeben. Also man hat das Gefühl, die Ukraine ist jetzt in einer guten Richtung. In Richtung Demokratie oder hat er eben noch, hat zum Beispiel den Palast von Janukowitsch besucht, angeblich, also vermutlich war er nie, hat dann behauptet, da gibt es also goldene Badewannen und goldene Treppengeländer und dann hat er geschrieben über den Maidan, da hätten also Scharfschützen auf einen Vater und mit seinem Kind, er hatte das Kind auf dem Arm und er sank also dahin und Panzer überrollten die Demonstranten, also so wirklich jeder, der sich mit dem Maidan beschäftigt hat, vor allen Dingen natürlich die Ukrainer und wir als kritische Journalisten wissen, dass das Quatsch ist. Es gab keine Panzer. Es gab gepanzerte Mannschaftswagen, vielleicht aber keine Panzer, die über Menschen rollten. Also völliger Quatsch. Also das Problem ist, dass der Spiegel hat eigentlich diesen Relotius, diesen Fall, benutzt, um sozusagen sein Image zu verbessern.
Und das ist eigentlich das Entscheidende, das Wichtigste. Der Spiegel ist in Deutschland eine Institution. Der Spiegel ist so etwas wie eine, vor allen Dingen in den 60er Jahren, wo der Spiegel sogar, wo Redakteure des Spiegels sogar im Gefängnis saßen, weil sie was mit Rüstung aufgedeckt hatten. Und dieses Image, dass sozusagen der Spiegel wirklich die Wahrheit berichtet und ganz nah an den Ereignissen ist, das wurde in den letzten Jahren immer mehr zerfledderte, auch durch diese einseitige Berichterstattung über Russland. Und dann hat man sich überlegt, jetzt opfern wir mal diesen Relotius und zeigen, wir sind in der Lage, uns zu reinigen. Also das ist eigentlich sowieso eine deutsche Spezialität, dass Deutschland ist perfekt darin, öffentlich sich zu reinigen wie ein Büßer. Und danach kann man dann sagen, ja, seht mal her, wir haben uns gereinigt, wir haben gelernt aus unseren Fehlern. Und das ist eben, wie man an diesem Relotius-Fall sieht, Quatsch. Also, weil der Relotius hat nur das gemacht, was man eigentlich von ihm erwartet. Er hat gute Geschichten geschrieben, die in die Erzählung des Mainstreams passten. Hat das wunderschön aufgeblasen mit Erfindungen, hat dafür viele Preise bekommen. Niemand von diesen Institutionen, die ihm Preise gegeben haben, hat sich öffentlich selbstkritisch geäußert. Das ist auch interessant. Ne? Er wurde ja zum Star der Jugend hochgeschrieben. Und das ist eine totale Unehrlichkeit. Also, und leider ist es so, muss ich dazu sagen, was ich im russischen Fernsehen gesehen habe, war auch war nicht ganz korrekt, weil die russischen großen Kanäle haben, also nicht alle, aber einige haben berichtet, also der Spiegel wäre jetzt sozusagen, hätte sozusagen auch diese Reinigung vollzogen und diesen schlimmen Betrüger rausgeworfen, aber dass das ein Problem ist, des Journalismus in unserem Land, in Deutschland und im Westen, dass es ein generelles Problem ist, das wurde nicht aufgegriffen. Und das, ich meine, auch in jedem Land, auch in Russland, in Ukraine, egal wo, der Journalismus ist immer in der Gefahr, sich Lügen auch zu produzieren. Und deswegen ist es gut, wenn er wirklich konstant beobachtet wird und nicht nur fallweise jetzt an einem Skandal Relotius. Wir müssen täglich, müssen wir Zeitungen vergleichen, Quellen überprüfen. Und kritisch lesen, das ist eigentlich für mich die persönliche Lehre, die ich daraus ziehe. Finden Sie nicht, dass Fall Relotius ja und selbst dieser Journalist als Symbol des Journalismus der Gegenwart ist? Ja, dass er hat geschrieben, was von ihm abgewartet wurde, ja, er hat die Geschichte ausgedacht und so weiter und so fort. Und ich sehe das alles, betrachte das, diese Situation als Symbol der Gegenwart, weil die freien Journalisten, die ihre Meinung, kritische Meinung äußern möchten, sie wurden also beseitigt, sozusagen, ja. Und es gibt scharfe Zensur in den großen Verlagen, solchen wie Spiegel, ja, zum Beispiel. Und es gibt die Meinung, die korrekt ist, ja, und dann weiter verbreitet sollte, und es gibt falsche sozusagen Meinungen, ja, die bekämpft wurden, ja, kann man so sagen. Ja, das stimmt. Ich meine, man muss dazu sagen, viele Journalisten sind, glaube ich, würden gerne ehrlicher sein und würden gerne mehr an der Wahrheit schreiben und überhaupt nichts verschweigen, aber jeder hat Familie, hat Kinder, und ich meine, es gibt einfach Zwänge und die Leute müssen Geld verdienen. Ich meine, das ist, höre ich immer wieder von Kollegen auch, die praktisch jetzt auch nur noch für die alternativen Medien arbeiten. Also zum Beispiel der Brücke hat das gerade im Interview gesagt, also er hat auch Familie und praktisch die Kinder sind jetzt schon groß, und deswegen konnte er seine Untersuchung über den diesen Flugzeug, diese Katastrophe in New York 2001, konnte er
eben offen schreiben, so wie er das da denkt, und auch gegen den Mainstream sozusagen seine Meinung vertreten. Aber viele Journalisten fühlen sich dazu nicht in der Lage. Und das sind sozusagen die Zwänge auch, muss man sagen, des kapitalistischen Systems, sag ich mal, in dem wir leben. Und ich meine, in der Sowjetunion war auch, gut, da gab es auch keinen freien Journalismus. Es gab gute Journalisten, aber die vielleicht auch teilweise nur sich wirklich realisieren konnten. Und in der Perestroika gab es dann so eine Aufbruchzeit, also wo sehr viel geschrieben wurde und sehr viel auch Kritisches. Aber ich meine, heute, das Problem heute ist wirklich, dass wir als Journalisten in dieser Zeit, wo es sehr viele Terroranschläge gibt, wo wir diesen kalten Krieg haben zwischen dem Westen und Russland, das erschwert unsere Arbeit unheimlich und führt auch zu einem ganz schlechten Klima, weil viele Leser und Zuschauer fühlen sich sozusagen durch diese Konfrontation gezwungen, sich auf eine Seite zu schlagen. Oft ist aber die Wahrheit nicht immer auf einer Seite. Die Wahrheit ist manchmal dazwischen oder ist nicht so eindeutig. Also ist auch so eine Sache. Ich bemühe zum Beispiel, mich in meinen Artikeln nach wie vor auch Dinge zu schreiben, die den Leuten, die meine Artikel gut finden, vielleicht nicht passen oder die sie vielleicht sogar erschrecken. Aber wenn ich was gesehen habe und gehört habe und ich glaube, das ist berichtenswert, dann habe ich das Bedürfnis, das aufzuschreiben. Und ich meine, jetzt die alternativen Medien, die Sie angesprochen haben, sind eben total wichtig, meiner Ansicht nach, gerade in dieser Situation. Die sind vielleicht nicht immer so super professionell, wie man das eben auf Journalistenschulen lernt. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil sie sie haben der Impuls dieser Medien ist, dass sie wirklich die Wahrheit berichten wollen, dass sie gegen den Krieg sind, dass sie gegen eine Eskalation sind. Und dieser Impuls ist schon wichtiger als jetzt, dass man sozusagen den perfekten Stil hat oder den perfekten Aufbau der Geschichte. Das ist verzeihbar, sag ich mal. Das Wichtige ist, dass man als Journalist nicht sich gemein macht mit Leuten, die Kriege vorbereiten, zum Beispiel. Nicht sich mit gemein macht mit Leuten, die Nazis in der Ukraine unterstützen. Und deswegen bewundere ich und solidarisiere mich mit diesen alternativen Medien, nicht mit allen, aber mit den meisten, die ich für eine total wichtige Ergänzung oder nicht nur Ergänzung. Ich würde mir fast wünschen, viele von den Leuten, die in alternativen Medien arbeiten, dass die irgendwann mal in den normalen großen Anstalten, öffentlichen, rechtlichen oder privaten, arbeiten und dort eben wirklich die Wahrheit berichten. Und Sie haben gesagt, dass dieser Schritt von Spiegel war, um Image zu verbessern. Aber interessant ist auch, dass die von Relotius dargelegten Fakten in solch einem großen und maßgebend angesehenen Verlag nicht überprüft wurden. Also nicht Relotius selbst ist schuld an diesen ausgedachten Geschichten, sondern auch Spiegel selbst. Und wo ist die Garantie, dass alle anderen Fakten auch nicht ausgedacht sind, und wie können jetzt die einfache Bürger, ja Leser, diesen Fakten glauben? Ja, ich meine, ich habe selbst beim Spiegel mal ein Jahr gearbeitet, 1991, in dieser Abteilung, wo eben die Artikel überprüft werden. Und das ist wirklich, also diese Abteilung arbeitet wirklich ganz streng. Also da wird jedes Wort, jede Datum, jeder Ort wird überprüft, aber es gibt eben Bereiche bei Reportagereisen, da kann man nicht alles überprüfen und das würde zu einem riesigen Aufwand führen. Also ich habe das jetzt gelesen, zum Beispiel die Frage, wenn jemand irgendwo hingefahren ist nach Südamerika und da in kleinen Orten war, wird man ihm die Frage stellen, waren Sie überhaupt da? Legen Sie bitte die Flugtickets vor, legen Sie die Bustickets vor. Dass diese Fragen, also diese totale Kontrolle, macht die Dokumentation im Spiegel nicht und auch ganz bewusst nicht, weil sie sagen, das geht dann doch zu weit. Aber ich meine, ich glaube schon, dass man, selbst wenn man nicht
fragt, warst du überhaupt in Südamerika? Gibt es noch genug Punkte, wo man genauer bohren kann, indem man eben guckt, war wirklich an dem Tag Winterwetter oder fiel da Schnee oder war da schon alles grün? Oder, und es gab auch eben schon, ich glaube ein Jahr bevor der Relotius gefeuert wurde, gab es auch schon Hinweise von, ich glaube aus den USA, von Leuten, die eben gesehen haben, dass die Artikel falsch sind. Und da hat der Spiegel nicht darauf reagiert. Es hat also doch eine ganze Zeit gedauert, bis man ihn dann sozusagen geopfert hat. Und auch auf eine ziemlich, meiner Ansicht nach, schäbige Weise, weil eben der Spiegel selbst sich als sauber darstellt, aber diese eine Person also sozusagen als Schandfleck sozusagen aussortiert. Und das ist also auch lächerlich, und das haben auch viele Kollegen, Journalistenkollegen in Deutschland, ist das auch aufgefallen. Und die, verstehen Sie, das ist eine, wie soll man das sagen, eine Heuchelei sondergleichen. Ne? Und ich weiß auch nicht, verstehen Sie, ich glaube sowieso, dass dieses fanatische, also dieses auch aus so eine deutsche Art, also dass man wirklich eine Dokumentation einrichtet und dann jedes Wort überprüft. Aber der Fall Relotius zeigt, dass diese hundertprozentige Kontrolle, dass sie gar nicht funktionieren kann. Also das heißt, das entscheidende Kontrollinstrument, das muss das innere Wesen des Journalisten, seine inneren Prinzipien, Überzeugungen, die müssen das sein, die ihn führen, und nicht irgendeine Instanz, Kontrollinstanz mit 10 hochbezahlten Dokumentationsjournalisten, die da jedes Wort überprüfen. Das ist totaler Unsinn. Also ein falsches Verständnis von Journalismus, meiner Ansicht nach. Das heißt, da gibt es für den Spiegel und für alle deutschen Journalisten oder auch von anderen Ländern gibt es da einiges zu lernen. Aber man muss auch ganz realistisch sehen, solche Skandale wie diesen Relotius gab es schon viele, also in den letzten 100 Jahren, und könnte man jetzt eine Riesengeschichte drüber schreiben. Also man muss wirklich gucken, dass der Spiegel das jetzt wirklich versucht die Geschichte zu benutzen, um seine sinkende Auflage wieder hochzutreiben und sich zu profilieren, auch gegenüber den alternativen Medien, die nämlich eben dem Spiegel auch mal sagen, was an, die eben das Vertrauen, was der Spiegel früher hatte, das ist jetzt teilweise auf die alternativen Medien übergegangen. Und natürlich, dass, wenn man davon ausgeht, dass die NATO wirklich Russland umzingeln und vielleicht sogar einen Krieg führen will, dann müssen natürlich die Medien schöne Geschichten schreiben. Sie müssen sozusagen diese Leitlinien weiter vertreten. Und dieses Vertrauen muss erhalten bleiben. Es wäre ja furchtbar, wenn sozusagen die Deutschen also nur noch den alternativen Medien glauben. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort und dafür, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Ja, vielen Dank auch. Und auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie waren im Studio Newsroom bei der Sendung Die Frontlinie. Im Studio war Katharina Brovchenko. Folgen Sie bitte unseren offiziellen Accounts, die Sie unter dem Video finden können. Auf Wiedersehen.